Wer ist eigentlich Larry Williams? Was macht ihn zu einem der erfolgreichsten Trader aller Zeiten? Und welche Erkenntnis können auch wir von ihm übernehmen? Erkenntnisse, welche unsere Insider-Weg-Strategie maßgeblich mit beeinflusst hat. Bleib bis zum Schluss dran, ich verrat's dir. Herzlich willkommen auf dem Insider-Weg-Kanal. Mein Name ist Alex Kaspareit. Wer ist Larry Williams? Larry Williams, der wurde 1942 in Miles City in Montana geboren. Sein Studium in Journalismus schloss er 1964 erfolgreich ab. Er spielte aktiv Football im All-State Football Team. Larry Williams ist Autor von 11 Büchern, die meisten davon über Aktien- und Rohstoffhandel. Larry ist der Vater von 5 Kindern, von einer seiner Töchter berichte ich gleich noch etwas mehr. Politisch ist er Mitglied der Republikanischen Partei und kandidierte zweimal, 1978 und 1982 für den US-Senat. Er unterstützte die Initiative 86, die Montana zum ersten Bundesstaat machte, die die Steuerklassen an die Inflation anpasst. Wie Larry Williams einer der erfolgreichsten Future-Trader der Welt wurde. Bereits während seines Studiums beschäftigte sich Williams mit den Finanzmärkten. Nach 4 Jahren der Beobachtungszeit, unter anderem während seines Studiums, begann er 1966 mit dem Trading, zunächst allerdings als Aktientrader. Anfangs orientierte er sich dabei fast ausschließlich an charttechnischen Marken, verlor mit diesem Ansatz aber zunehmend Geld. Dann veränderte er seinen Ansatz. Larry Williams erkannte schon frühzeitig die Wichtigkeit, historische Daten richtig zu verwenden. Da die damalige Infrastruktur nicht einmal ansatzweise mit der heutigen zu vergleichen ist, da begann er alles von Hand zu berechnen bzw. aufzuzeichnen. Das stellte sich aber als enormen Vorteil heraus. Dadurch entwickelte Larry ein exzellentes Gefühl für Preise und Charts. Aus dieser Arbeit heraus entstanden auch etliche seiner Indikatoren, wie zum Beispiel der berühmte Williams Person Range Oscillator. Sein neuer, flexiblerer Ansatz, der ermöglichte ihm nach rund 7 Jahren ein ausreichendes Einkommen aus seinen Trading-Gewinnen. Den Erfolg fand er dabei in einer Methode, die fundamentale Ausrichtung der Märkte mit technischen markanten Handelspunkten zu kombinieren. Larry bezeichnet sich selber als Conditional Trader. Mit dieser Beschreibung verbindet er seine Bewertung des Gesamtbildes in Kombination mit den einzelnen Trading-Setups. Für ihn stand die Reaktion der Großen im Gesamtbild immer im Vordergrund. Ich sehe mich nicht als technischer Trader, sondern als Conditional Trader. Das heißt, ich orientiere mich mit meinen Setups an bestimmten Wenn-Dann-Regeln. Wenn meine Makroanalyse zum Beispiel ergibt, dass der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Aufwärtsbewegung hinlegt, dann wähle ich meine Setups, das Positionsmanagement und meine technischen Kriterien entsprechend aus und passe sie an das Szenario an. Ich starte also beim großen Ganzen, dem Big Picture, und übertrage meine Analyse dann auf eine kürzere Zeitebene. Larry Williams im Interview bei WH Self Invest. Larry Williams, der profitabelste Trader aller Zeiten. Larry Williams baute seine Modelle über die Jahre immer weiter aus. Anstatt der gängigen Indikatoren entwickelte er eigene neue. Diese ermöglichten ihm eine deutlich schnellere und genauere Bewertung einer Ausgangslage. Die wohl bekanntesten darunter sind der Williams Person Air, der Williams Ultimate Oscillator und der Williams True Seasonal. 1987 meldet er sich mit seinem Trading-Ansatz zur Weltmeisterschaft im Futures Trading an. Sein System basierte damals bereits auf den Daten des COT Reports und er ermittelte die Setups mit Hilfe seiner eigenen Kennzahlen. Diese 12 Monate andauernde Meisterschaft war der Durchbruch von Larry Williams. Er erzielte eine Rendite von ca. 11.300%. Sein Handelskonto startete mit 10.000 US-Dollar und wurde nach einem Jahr mit einem Wert von 1.137.600 US-Dollar bewertet. Es wird bis heute in der Meisterschaft als höchste jemals erreichte Rendite geführt. Wie der Vater, so die Töchter. 10 Jahre später nahm seine Tochter Michelle Williams am selben Wettbewerb teil. Sie gewann diesen Wettbewerb 1997 mit einer Rendite von 1000%. Dieser Wert wird als dritthöchstes Ergebnis geführt, überboten noch von Ralph Casazzone 1985 mit 1283%. Eine weitere Tochter, Paige Williams, nahm 2019 an einem Kurzzeitevent teil, den sie mit 32,3% Nettorendite für sich entschied. Und teilweise auch der Sohn. Sein Sohn Jason, der hat sich ebenfalls intensiv mit dem Thema Trading beschäftigt. Er wurde zwar kein Trading-Weltmeister, dafür Psychologe. Zum Thema Trading-Psychologie schrieb er das Buch The Mental Edge in Trading. Wie funktioniert Futures Trading nach dem System von Larry Williams? Larry Williams orientiert sich mit seiner Positionierung an fundamentalen Daten des Marktes. Seine Ausrichtung basiert dabei auf dem COT-Report. Er konzentriert sich ausschließlich auf die Positionierung der Commercials. Diese sind die professionellen Marktteilnehmer, die ihre unternehmerischen Geschäfte durch Positionen am Futures-Markt gegen Preisrisiken absichern. Im übertragenen Sinne kann man erkennen, dass Larry Williams denen am Markt ein besonderes Augenmerk zukommen lässt, die aus unternehmerischen Gründen handeln.
Er bezeichnet sie selbst als die Supermächte des Marktes. Wer darauf angewiesen ist, sein Geld mit der Erzeugung und Verwendung der Rohstoffe zu verdienen, der wird automatisch auch die beste Informationslage haben. Folglich wird seine Markteinschätzung am zutreffendsten sein. Das verschafft Larry Williams in seinem Ansatz einen Vorteil. Mithilfe der technischen Chartanalyse bestimmt er dann die markanten Einstiegs- und Ausstiegspunkte für seine Trade bzw. seine Position. Grundsätzlich handelt er nur die Rohstoffe, bei denen das Chancen-Risiko-Verhältnis am besten ist. Er begrenzt Verluste im Rahmen eines strikten Risiko-Money-Managements und lässt Gewinne per Trailing-Stop laufen, wenn sich diese vollständig entwickelt haben. Klare Regeln, wenig Zeit und vor allem nachweislich erfolgreich. Die klaren Regeln und das konsequente Risikomanagement führen dazu, dass diese Strategie nachweislich erfolgreich ist. Sie ist auch deswegen beliebt, weil sie sich zeitsparend einrichten lässt und eine ständige Beobachtung der Märkte nicht notwendig ist. Somit ist dieser Ansatz auch für alle diejenigen Trader sehr gut geeignet, die weder die Zeit haben oder investieren wollen, diesen Markt tagsüber zu beobachten. Viele der Teilnehmer und Gewinner an der Weltmeisterschaft im Futures Trading sind Schüler von Larry Williams. Somit beweist sein Ansatz, dass er nachhaltig zum finanziellen Erfolg einer Rohstoffbörse führt. Denn wer richtig liegt, Verluste begrenzt und Gewinne abgesichert laufen lässt, der kann nur Erfolg haben. Larry Williams System bei Insider Week. Wir traden bei Insider Week seit mehreren Jahren erfolgreich nach dem Handelsansatz von Larry Williams, den wir für unseren Trading-Stil weiterentwickelt haben. Bei seinen Teilnahmen an den World Cup Championships, da konnte Max 2017 und 2019 jeweils den dritten Platz erreichen. Beide Male lag seine Performance über das ganze Jahr gesehen deutlich über 100%. 2021 war er mit 79% in der Gruppe der besten 5 zu finden. Hier zu sehen sind Larry Williams und Max Schulz in Miami 2018. Mit Max' Team gemeinsam hat er das System so vereinfacht und bereitet die Daten so vor, dass auch Berufstätige mit wenig Zeitansatz an der Börse handeln können. So ist mit unserem Service lediglich ein grundsätzliches Setup für die Woche nötig. Dabei schauen wir uns die möglichen Trades inklusive der Ein- und Ausstiegspunkte an. Diese werden dann entsprechend positioniert. Unter der Woche, da wird nur noch kontrolliert und marginal gegengesteuert. Bei einer Haltezeit von nur wenigen Tagen, da läuft das Trading also unter der Woche fast automatisch. Die zeitliche Belastung und die damit verbundene mentale Anspannung, die reduzieren sich auf ein Mindestmaß und der Erfolg, der gibt uns recht. Larry hat seinen Handelsansatz ausführlich in seinem Buch dargestellt, Aktien und Rohstoffe erfolgreich traden, so nutzen sie das Wissen der Insider. In diesem sehr lebendig geschriebenen Buch legt er seine Trading-Grundlagen offen. Es ist für uns bei Insider wie gewissermaßen Pflichtlektüre, auf die wir unser eigenes System aufgebaut haben. Dieses Buch, das ist leider nicht mehr erhältlich. Es wird nicht mehr gedruckt. Gebrauchte Exemplare, die sind zum Teil zu horrenden Preisen im Internet erhältlich. Du solltest nach einer E-Book-Ausgabe Ausschau halten. Freund Google wird dich dabei unterstützen. Die Originalausgabe, die findest du unter diesem Video in den Quellenangaben. Larry Williams ist für viele ein Trader-Idol geworden. Er beweist, dass man auch mit geringem Zeitaufwand sehr profitabel an den Märkten agieren kann. Die Erkenntnis, dass ein festgelegtes Regelwerk nötig ist, um zum einen natürlich die emotionale Komponente im Griff zu haben und zum anderen sich nicht bei jeder Situation neue Gedanken machen muss. Wir haben auf Grundlage dieses Ansatzes eine eigene Strategie entworfen und speziell für nebenberufliche Trader optimiert. Gerne erzählen wir dir mehr über unser Coaching-Programm. Vereinbare gerne mal hier einen kostenlosen Termin mit uns. Wir haben inzwischen eine weitere wichtige Komponente für unser Trading gefunden. Dabei vergleichen wir Wetterdaten mit Anbaubedingungen. Unsere Meinung, die posten wir regelmäßig in einer frisch angelegten Telegram-Gruppe. Das Anmeldeformular zu dieser Gruppe, das findest du ebenfalls unter diesem Video. Schau da gerne mal rein. Vergiss bitte nicht den Daumen und unseren Kanal natürlich zu abonnieren. Vielen Dank dafür. Nun sende ich dir beste Grüße, dein Alex von Insider Week. In diesem Video hier oben, da gehen wir auf die anstehenden Wetterveränderungen ein und welche Gefahr das Ganze für die Rohstoffe bedeutet. Darunter, da findest du unsere Performance-Videos und hier rechts, da kannst du den Kanal abonnieren. Bitte erst abonnieren, dann zum nächsten Video. Viel Spaß!